Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es den nächsten Aquamenta bei uns, den Aqua Lemon. Sollte euch das Video gefallen, Däumchen nach oben oder ein Abo da lassen und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Aqua Lemon, die nächste Aquamenta-Sorte bei uns am Start. Leute, Aqua Lemon, was soll das Ganze sein? Die typische Aquaminze-Note mit Zitrone dabei. 17,90 Euro kostet das Ganze und kommt in der Standard Aquamenta Metalldose. Wir haben aber einen Shot vom Bartosch bekommen, deswegen Digga, vielen, vielen Dank an dich, dass du uns den Shot mitgegeben hast. Sehr, sehr geil, können wir das Ganze testen, ohne jetzt direkt wieder ein ganzes Döschen kaufen zu müssen. Aber da kommen wir vielleicht nochmal gleich drauf. Ne? Würde ich sagen. Schnelle Feuchtigkeit blenden wir euch ein. Aquamenta, typisch relativ dunkler Tabak dafür, dass es heller Tabak ist. Feuchtigkeit absolut on point. Und Schnitt ist relativ mittel, würde ich sagen. Ne? Das ist jetzt nicht der feinste Schnitt, nicht der gröbste Schnitt. So genau in der Mitte halt, ne? Wie schon gesagt. Ja, ihr guckt euch mal ein bisschen die Wölkchen an bei mir und wollen schnuppern mal dran, dann kommen wir zum Geruch. Ja, wir haben ja schon häufiger über den Aquamenta-Preis geredet. Ich finde 17,90 okay, ja, es ist eine Metalldose und so, aber so geil ist sie jetzt auch nicht, weil den Tabak würde ich nicht da drinnen lagern, sondern eher direkt in der Tüte lassen. Sieht ganz schick aus, weil ihr eine Pappverpackung drumherum habt und deswegen keine Warnhinweise auf der Packung an sich, also auf der Dose an sich. Aber ja, wir werden halt immer mal wieder ein Euro teurer und wieder ein Euro teurer und wieder ein Euro teurer. Und so langsam reicht mir das auch eigentlich. Ja? 18 Euro, danach kommen wir schon sehr nah an die 20. Und ja, ich sage es immer wieder, Leute, ich erinnere mich an die guten alten Alvaha-Zeiten. Ja, 13 Euro für ein Döschen, das war noch was. Wie riecht er denn? Ja, beim Geruch muss ich irgendwie sagen, ich kann das ganz schwer definieren. Also es ist wirklich so, als würde irgendwie sowas Gewürzmäßiges dran sein. Also es ist nicht so wirklich so, ja, es riecht jetzt nach Pfefferminz, Plätzchen oder sonst was, sondern es ist so sowas ganz Komisches. Also ich würde das irgendwie noch so teilweise in Richtung Spülmittel einordnen. Also irgendwie, es riecht nicht wirklich geil. Also es überzeugt mich nicht, es riecht für mich teilweise irgendwie schon so Spülmittel, Zitrone oder sowas. Finde ich, riecht allgemein nicht wirklich geil. Also es ist eher so zitronig Spülmittel. Ich weiß es nicht. Es ist ganz komisch. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Er riecht für einen Zitronentabak relativ komisch. Spülmittel, würzig, beschreibt das Ganze eigentlich schon ganz interessant. Würzig, ich weiß genau, was du meinst und ich sehe das auch so, aber wenn man jetzt sagt, einfach der schmeckt würzig, kommt auf jeden Fall die falsche Idee rüber. Spülmittel trifft es aber auch ganz gut, also er hat irgendwie so eine sehr chemisch-komische Note dabei beim Geschmack, was auch irgendwie nicht so geil ist. Also hätte ich den einfach nur gerochen, hätte ich mir auch, glaube ich, keine Dose gekauft. Aber beim Geschmack, finde ich, ist es wieder ein bisschen anders. Er kommt für einen Zitronentabak eher so in die Richtung Lemon Chill, aber irgendwie so eine leicht cremige Note dabei, aber auch nicht wirklich cremig. Also er ist super schwierig zu beschreiben, finde ich. Einer der am schwierigsten zu beschreibenden Tabaksorten, die wir jemals hatten, meiner Meinung nach. Immer noch so ein Touch-Spülmittel, aber es ist nicht Spülmittel. Also ich rauche ihn ganz gerne. Ich könnte mir davon mal ein Döschen holen, aber ich müsste ihn jetzt definitiv nicht jeden Tag rauchen. Und deswegen, ja, sehr durchwachsenes Urteil, aber im Endeffekt ist ganz lecker, wenn er an ist. Ja, also bei mir ist es genauso. Also der Geruch hat mich gar nicht überzeugt. Jetzt beim Geschmack ist es so in Richtung Lemon Chill, aber irgendwie noch trotzdem weiterhin so ein Ticken würzig. Der Nachgeschmack ist eigentlich auch ziemlich lecker, ziemlich originell, aber es ist eben nicht so dieses typische Zitrone-Minze, sondern eher so ein Beisein von irgendwas, was man nicht wirklich genauer definieren kann. Schmeckt aber trotzdem ziemlich gut und deshalb gebe ich ihm auch die 8 Sterne, weil ich finde, man kann ihn rauchen, wenn man sich von dem Geruch nicht so abschrecken lässt, rauche ich ihn doch eigentlich ziemlich gerne. Aber irgendwie bin ich noch nicht so wirklich zufrieden damit. Also es ist irgendwie sowas ganz Komisches, was mich irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ja. Auf jeden Fall. Bringt mich auch aus dem Konzept der Tabak.
Was mich auch aus dem Konzept bringt, ist deine Bewertung, weil 8 Sterne sind mir dann doch irgendwie zu viel. Dadurch, dass er, also wenn ich einen Tabak rauche, dann will ich einfach, dass ich da sitze, ich atme aus und denke mir so, yo, der ist lecker. Und ich will nicht so, der schmeckt gut, aber irgendwie ist hier cremig und irgendwie ist hier spüli und das ist irgendwie... Ja, aber es ist halt gerade nicht so im Geschmack, wo ich sage, so dieses Spülmittelmäßige schreckt mich ab. Das ist eher so, ist komisch, ist aber trotzdem lecker. Ja, aber ich will nicht die ganze Zeit denken müssen, so, irgendwie ist das, weißt du? Also, bei mir ist es ja nicht so ein, bei mir ist es eher so, es ist komisch, aber es ist nicht. Also eher außergewöhnlich. Und außergewöhnlich, nicht komisch. Okay. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall eher komisch und deswegen würde ich ihm auch eher 7 Sterne geben. Ich denke, 7,5 kann man sich aber drauf einigen. Wir können auch auf die 7 gehen, weil es einfach nicht das ist, was wir gedacht haben, dass es wäre. Ja, aber auch das, was es ist, ist nicht krank. Nee, es ist nichts Besonderes, es ist aber einfach. Außergewöhnlich komisch. Ja, außergewöhnlich komisch ist, glaube ich, ein ganz gutes Fazit. Dann gehen wir dem Aqua Lemon 7 Sterne. Ist, also ich würde euch eher ans Herz legen, den mal irgendwo zu probieren, anstatt den irgendwie zu kaufen. Weil ich glaube, viele Leute, die sich einfach einen Lemon-Tabak vorstellen und den kaufen, werden enttäuscht sein. Nicht, dass es jetzt ein schlechter Tabak ist, aber ja. Ich denke, mittlerweile wisst ihr so ungefähr, was wir meinen. Deswegen soll es das jetzt auch mit dem Review gewesen sein. Leute, wie immer, Däumchen nach oben da lassen, Abo da lassen, einmal Video raus an die Shisha-Freunde schicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG. Ciao.